2023 wird das Legoland Deutschland mit Mythica die in der bisherigen Parkhistorie teuerste und größte Erweiterung den Besuchern präsentieren dürfen. Alle Infos zu dieser Erweiterung und den Attraktionen, die sie dem Park liefern wird, gibt es hier und heute. Während der Saison 2023 wird das Legoland Deutschland in Günzburg mit dem neuen Bereich Mythica die mit 15,5 Millionen Euro teuerste Erweiterung des Parks eröffnet. Im UK Legoland Windsor wurde bereits 2021 ein Mythica-Bereich eröffnet. Es wird allerdings einige Unterschiede zwischen den Bereichen in den beiden Parks geben. So besitzt der Park auf der Insel anstatt einer Achterbahn ein Flying Theater. Weitere Attraktionen im englischen Park sind die Fire and Ice Freefall Towers und eine Jetski-Fahrt mit dem Namen Hydra's Challenge. Letzteres besitzt der deutsche Vertreter allerdings schon, weshalb man diese Neuheit wohl ausschließen kann. Im Moment entsteht der neue Bereich zwischen dem Legoland Feriendorf und dem Themengebiet Land der Pharaonen. Die Neuheit wird mit einer Gestaltung voller Fantasiewesen aus Hunderttausenden von Lego-Teilen geschmückt sein. Es folgt ein Zitat von der Geschäftsführerin des Legolands, Manuela Stone. Und die heißt im Übrigen wirklich so. Das ist kein Künstlername wegen den ganzen Legosteinen, das ist Manuela Stone. Mythica steht symbolisch für eine Welt, in der die in heimischen Kinderzimmern erschaffenen Kreaturen zum Leben erwachen. Einige dieser Fantasietiere finden auch schon im neuen Legoland-Themenbereich als atemberaubende, lebensgroße Lego-Modelle ihren Platz. Hier leben dann fliegende Löwen, einäugige Trolle, Hunde mit Pfauenfedern, farbenfrohe Einhörner und viele mehr. Die Gäste dürfen sich wirklich darauf freuen, wie cool und bunt Lego Mythica wird. Das Herzstück der neuen Themenwelt wird ein Wingcoaster von B&M sein. Die Besonderheit an diesem Achterbahntyp ist, dass die Besucher nicht auf der Schiene sitzen, sondern neben der Schiene hängen. Andere Auslieferungen dieser Art sind zum Beispiel Flug der Dämonen im Heidepark und Phoenix im Toverland. Wie im wunderbar animierten On-Ride zu sehen, wird am Anfang der Fahrt eine kleine Helix durchfahren. Darauf folgt dann nach kurzer Zeit das Highlight der Fahrt. Hierbei geht es sogar über Kopf. Die Attraktion soll schon für Kinder im Grundschulalter zugänglich sein und den Wunsch der Besucher, eine Action-Attraktion zu eröffnen, trotzdem erfüllen. So sollen bereits Kinder ab 1,20 m die 450 m lange und maximal 54 km/h schnelle Bahn fahren dürfen. Nach einigen Kurven ist die wilde oder eben auch nicht so wilde Fahrt dann auch schon zu Ende. Doch das ist noch nicht alles. Im neuen Bereich soll auch ein Spielplatz und eine jetzt noch unbekannte Attraktion eröffnen. Zudem wird es mit dem Fire and Ice Tower von Zierer eine 9 Meter hohe Attraktion für die Kleinen geben. Eine optisch sehr ähnliche Anlage gibt es auch schon im Mythica-Bereich in England. Die beiden Türme erinnern optisch an die Auferstehung eines Phönix aus der Asche. Sie verbinden die beiden Elemente Feuer und Eis, die durch orange und blaue Flammen symbolisiert werden. Bereits jetzt schon kannst du Mythica im Legoland Deutschland erleben. In den Lego Studios kannst du nämlich schon jetzt mit Hilfe eines 4D-Films in die Welt der Fabelwesen eintauchen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Schaut auch gerne bei meinem letzten Video vorbei, wo ich die Parkhistorie des Hansaparks zusammengefasst habe. Und dann bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Ciao.